anderen Bann bzw. Pick hier auch in Zukunft kassieren. Den ersten Bann hat er jetzt hier schon mal einstecken müssen. So schnell kann es gehen. Ja. Setzt hier als Tagesbann gegen Mickey. Was zu erwarten gewesen ist. Jetzt auf der anderen Seite wird man wahrscheinlich auf einen dieser Standardbands zurückfallen. Weiß gar nicht, ob sich die Teams auch jedes Mal aufs Neue wirklich so Gedanken machen. Was mir ein bisschen fehlt, ist das mehr... Oh, das ist interessant. Cassio, da wird man sicherlich in den Scrims einiges bemerkt haben. Dass man mal so einen Pick offen lässt und damit baitet und solche Geschichten, das fehlt mir ein bisschen noch. Ja, wobei das halt immer schwer ist, weil du halt in den Scrims die Erfahrungen sammelst. Allerdings, ich da, also ich glaube, es ist super schwer, sowas einzustellen. Sowas, wie es damals gab mit Faker, der immer LeBlanc pickt. So, sowas war was. Wo dann auch vorbereitet wurde, ne, kommt mit Maokai damals, mit sehr, sehr viel HCC. Ich glaube, es war sogar Maokai Alistar, die LeBlanc einfach komplett zerstört haben. Das war damals eine schöne Antwort. Allerdings ansonsten halt gerade schwer. Hier sehen wir jetzt allerdings gerade auf der Red Side ungewöhnlich viele Target-Buns. Im Normalfall sehen wir auf der Blue-Side eher Targets-Buns und auf der Red-Side die Power-Picks, die man wegnimmt. Und jetzt bannt man hier aus Sicht von Samsung auf der Blue-Side Kalista. Ja, das finde ich nicht so stark. Spricht dafür, dass Core JJ sie nicht gerne spielt. Ja, oder ihr Gameplan ein anderer ist. Ja, dann also ist dein Gameplan aber nicht variabel genug, wenn du eine Kalista nicht integrieren kannst. Sie ist einfach korrekt. Der stärkste ADC in Korea. Jetzt ist sowohl Ludo Corky offen, als auch Corki offen, als auch Alistar schrecklich Braum und es wird Corky der Corki. First Pick. Einfach, na gut. Sonst hättest du Kalista und hättest Corki abgegeben und hättest einen Flexpick abgegeben. Das ist halt die Frage, ob du dann Kalista über Corki bevorzugst, bevor du deinen Schwulitäten kommst. Bannst du die Kalista und pickst dann selber gegebenenfalls den Corki. Wo reinkommt? Schwulitäten. Kennst du das Wort nicht? Scheinbar nicht, nein. So, wir sehen jetzt Corki als Flexpick. Auf der anderen Seite hast du jetzt alle Möglichkeiten dieser Welt. Ludo ist in Korea schon lange kein First Rotation Champion mehr. Du kannst es ab und zu mitnehmen, allerdings gibst du halt sehr früh sehr viel Preis und das es gibt gute Antworten. Das so ein Soraka? Ja, das wird nicht passieren. Natürlich nicht, aber ich würde es trotzdem feiern. Vor allem wird es nicht so früh passieren. Also, wenn du eine Soraka spielst, dann willst du sie nicht sofort zeigen. Sei denn, sie ist halt komplett broken so. Wir spielen ja auf Patch 6.5. Allerdings sind wir schon am dritten Tag und wenn Korea OP wäre, dann wäre uns das wahrscheinlich schon aufgefallen oder irgendein Team aufgefallen. Stattdessen... What?! Ragas Kindred. Ragas Toplane hatten wir in letzter Zeit auch gesehen, aber auch das finde ich ein unnötiger Tell. Weil jetzt weißt du, okay, ja, Ragas Toplane. Johnny fällt aus den Wolken. Und kann ja auch Kindred AD sein, ne? Aber. Glaube ich nicht. Macht halt auch nicht viel Sinn. Ich habe ja nur gesagt, es wird Ragas Toplane sein und sie haben den Graves jetzt dagegen. Holen sich auch noch den Alistar, der ja offen ist und wir sehen mit 73% einer der am häufigst gepicktesten Champions, auch von Samsung, wie wir sehen. Genauso wie Graves, den spielen sie halt gerne. Mickey mit Yasuo. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt den Midlane-Pick schon picken würde, wenn man schon den Toplane-Pick so früh preisgegeben hat. Jhin würde ich an sich als guten Pick empfinden. Aber... ich weiß nicht, ich hätte lieber wahrscheinlich eine Lulu gepickt, dann hätte ich mal, ja. Was möchtest du uns mitteilen, Mori? Hätte man zum Beispiel statt dem Gragas eine Lulu gepickt, hätte man den Gragas immer noch auf die Toplane, die Lulu auf die Midlane, aber du hättest es halt noch nicht gewusst, hättest du den Yasuo aufheben können, hättest jetzt in der Rotation Jhin picken können und wärst mit der Lulu natürlich in der Lage, auf diesen Jhin zu picken. Guck mal da, es wird eine andere kommen. Oh mein Gott. Kog'Maw Braum. Ja, und damit hält man sich den Midlane-Pick offen. Hat auch schon mit Kog'Ma einiges an magischem Schaden drin. Sodass man tatsächlich, wenn man es drauf anlegen wollte, immer noch einen AD-Midlaner nehmen kann. Auch Gragas macht natürlich auch magischen Schaden. Auch wenn man sagen muss, ne? Gerade wenn wir so sagen, so eine sehr AD-lastige Kombo, dann kommen da viele, aber der macht doch magischen Schaden. Ja, aber wenn du keine AP-Items brauchst, ist sowas natürlich deutlich geringer, der Anteil. Als wenn du einen AP-Midlaner hast, als Beispiel. Jetzt auf der anderen Seite... Varus Maokai. Also auch Maokai ist ein Stück weit am Zurückkommen zurzeit wieder. Meistens allerdings als Antwort auf Nautilus bis jetzt gewählt worden. Ich sehe ja nicht so den AOE-Damage, vor dem man sich beschützen will. Klar, ab irgendeinem gewissen Moment macht der gute Kog'Maw dann tatsächlich AOE-Damage. Es geht allerdings eher darum,
CC zu haben, um ihn irgendwie niederzustrecken. Ja. Dazu braucht er noch einen Tank, aber Nautilus, ich sehe keinen Grund, warum man hier Maokai über Nautilus wertet im Moment. Ja. Maokai hat prinzipiell tatsächlich in der zurzeitigen Build-Order, die meisten fahren, ein bisschen mehr Damage, das muss man dazu sagen. Aber das Matchup scheitert hier nicht am Schaden. Ja. Yasuo würde ich sogar jetzt gar nicht mal so schlecht finden, wenn man mal überlegt. Wir haben eine sehr Poke-lastige Comp mit Varus und Corki. Afrika hat einen Brown, der gut ist gegen Poke, und mit Yasuo jetzt auch nochmal eine Windfall, die dir gegen Poke verhilft. Gleichzeitig so ein, ja, Fighter-Assassin, wollen wir es mal so nennen, auf der Midlane gegen Corki. Es ist natürlich eine Triple-Threat-Combo, die Afrika dann fährt. Vor allem, weil du ja eigentlich einen Hyper-Carry hast, deswegen ist es ein bisschen ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Aber das ist eine Einstellung, die Kevin zum Beispiel schon sehr, sehr lange gefahren ist, dass sehr viel besser ist, wenn du mehrere Damage in deinem Team hast. Finde ich aber auch. Also, habe ich letztens auf dem Korea-Cast gesagt, einfach aus der Tatsache, normalerweise, wenn du Protect the Kog'Maw hast, geht halt alles auf Kog'Maw und alles versucht, Kog'Maw zu beschützen. Wenn du aber so eine Triple-Threat-Kombo hast, dann gibt es noch zwei andere Ziele, die du raushaben möchtest. Und Kog'Maw steht meistens so weit hinten, dass der dann in Ruhe gelassen wird. Aber ich hatte es immer viel risikoreich, weil du halt einfach die Problematik hast, dass ein Kog'Maw halt von einem einzigen Spieler rausgenommen werden kann. Und dass du dann halt eher so die... Wenn das Gegnerteam sich nicht gut organisiert, stimmt das vollkommen. Ich finde zum Beispiel in der Solo-Queue ist es definitiv besser, Multitrap zu spielen. Also ich glaube, im Competitive ist die Absprache dann einfach, ich nehme den, du nimmst den, easy, gehen wir durch. Lulu synergiert außerdem auch noch sehr schön mit Kindred, also hier wirklich ein exzellenter Pick. Ja, also Lulu ist sowieso sehr, sehr gut in einer Protect-Kombo. Synergiert mit Kindred, und Kindred hast du ja auch nochmal Damage-Dealer mit drin. Wird wahrscheinlich auch nicht so wirklich tanky gehen, sondern über den Verschlinger. Auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es kein Vertun. Ja. Top-Lane bin ich gespannt. Maokai gegen Kragas. Maokai ist sehr, sehr gut darin, Ganks anzusetzen für ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ganklastig wird, weil auf der Botlane wird nicht allzu viel passieren. Und Midlane ist halt auch einfach nur ein Farmfest. Ja, Samsung darf nicht nach hinten fallen. Sonst werden sie ein Riesenproblem haben. Afrika skaliert deutlich besser ins Late. Zumal Samsung mit der Pro-Kombo, wenn du hinten bist, einfach Probleme haben wirst. Mir gefällt Afrika viel besser. Ist eine sehr, sehr runde Kombo. Auf deiner Seite hast du aber auch sehr, sehr guten Poke und immer noch CC, um ein Geld zu fahren. Aber wir fahren jetzt erstmal rein ins Intro. Viel Spaß. Und da sind wir zurück. Samsung gegen Afrika. Schon das 64. Spiel, das hört sich unglaublich viel an. Ist es aber auch. Da kannst du mal sehen, was wir hier schon alles durchgecastet haben, mein lieber Johnny. Wir können natürlich so ein Stück weit jetzt auch verstehen, warum Samsung auf der Blue-Side eine Kalista gebannt hat. Weil, wenn du Varus Corki im Sinn hattest, eine Poke-Kombo zu spielen, dann hätte dir natürlich eine Kalista wenig geholfen und im Gegnerteam auch mehr Schaden angerichtet. Da Kalista deswegen ja auch so beliebt ist, weil sie einen AD Carry ist, der Engage hat und wir häufiger nicht, also relativ Engage-arme Kombos sehen, was eine Kalista wieder wettmachen kann. Vor allem gerade, wo Tanky-Supporter in der Meta sind, synergiert eine Kalista sehr, sehr gut. Also man muss ja sagen, es ist ja nicht nur die Kalista, sondern auch der Umstand, dass Tanky-Supporter gespielt werden, warum Kalista stark ist. In einer Meta, wo du eher Squishy-Support hättest, wäre Kalista sicherlich auch nicht ganz so stark. Boah, können wir weggehen, diese Lache von Lulu, ne? Du feierst das gerade, ne? Total. Heute Abend kommt übrigens ein Artikel von mir auf Summoners Inn, wo ich über Lulu herziehe. Dieser Champion hat bei mir einfach über die letzten Wochen Hass aufgebaut, den ich abbauen muss. Und diese Lache werde ich auf jeden Fall noch integrieren müssen, weil sie ist ja wirklich abscheulich. Musst du aber auch noch Lissandra, die koreanische Lissandra, rein. Ja, ja, gut, bei der ist es aber übrigens nur der Sound. Aber jetzt sind wir... Oh, Lira hat ihn trotzdem noch bekommen. Wow, sehr, sehr aber mutig. Gut kassiert. Muss auf jeden Fall aufpassen. Jetzt wird jetzt so das Camp nehmen und dann Base gehen. Ah, ich denke, dass kein Problem ist. In Double Jungle kannst du wirklich auf 100 HP fallen und kannst trotzdem weitermachen, einfach weil der andere dann tankt und weil du ja auch noch zwei Bitter hast. Oh, Braum, das darfst du eigentlich normalerweise nicht machen. Hat hier Glück, dass Maokai nicht Level 2 bekommt. Wenn das passiert, okay, er wusste, dass es nicht passiert, weil Maokai nur die XP vom Small Golem bekommen hat
Wahrscheinlich hat er soweit gedacht, weil ansonsten kann Maoka in dem Moment Wes gehen und dann stirbt er Braum tatsächlich sehr, sehr früh. Aber ich unterstelle ihn einfach mal, dass er das perfekt geplant hat. Ja. Ja, ich meine, letzten Endes hat er ja auch gerade jetzt keinen Job zu erfüllen, außer einfach zu nerven. Laneswap, wir haben das ja schon sehr häufig durchexerziert. Was sehr interessant ist, ist, wie Crone ins Spiel startet. Er entscheidet sich nämlich für den Heiltrank und einen Mana-Kristall. Normalerweise hat man entweder, dass du direkt die Ausbaustufe, den verderbten Trank hast, oder über einen Dorans gehst auf der Midlane. Und hier wirklich, ja, mit dem Mana-Kristall einfach nur, um schneller noch die Träne zu haben. Sowieso interessant, dass man den Varus dann auf der Midlane hat und den Corki auf der AD-Carry-Position. Das kannst du in dem Fall halten wie ein Dachdecker. Ich hätte eigentlich den Varus mehr auf der Botlane erwartet in dieser Konstellation. Na, mit dem Item-Mit, was zurzeit gefahren wird, muss Varus quasi auf die Midlane. Wir haben es auch schon auf der AD-Carry-Position gesehen, ist es allerdings viel ineffizienter, weil du baust ja nicht mehr nur auf Muramana, was noch in Ordnung war auf der Botlane, sondern du baust auf noch einen Hexdrinker dazu. Und das wird halt schon richtig toll. Meistens bauen die tatsächlich Tier, ausgebautes Hexdrinker und dann Muramana. Hexdrinker nicht auch nur, weil du auf der Midlane spielst? Ja, aber auf der Botlane, wenn du nur für... Also das Ding ist halt einfach, dass Muramana so nicht mehr stark genug eingeschätzt wird. So. Und also AD Carry Varus ist halt prinzipiell einfach nicht so nice, ne? Ja, so. Aber also was ich halt gedacht habe, oh mein Gott, dass du, Kogma, please. Dass du gegen einen Kog'Maw dann zumindest jemanden gehabt hättest, der mit der Range... also solange Kog'Maw da so ein Ulti nicht hat, pokst du ihn dann halt komplett weg. Okay, also Varus ist tatsächlich nicht stark auf der Lane, auch wenn er den Poke über den... Kog'Maw aber auch nicht. Was macht der denn? Oh lol. Da hat er einige Vasallen verpasst. Ja, vor allem nicht nur das, sondern das hier. Bekommen. Ja, und den Turret jetzt erst genommen so. Also das ist halt das Ding, dass er da beim Zurückbouncen den Turret da nochmal hat hitten lassen. Ich weiß nicht genau, was für Auswirkungen haben wird, weil die Lane pusht jetzt wahrscheinlich nicht zu Kog'Maw zurück. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Teams darauf dann sehr spielintelligent antworten. Übrigens, generell der Lane-Swap hier für Samsung absolut in Ordnung, weil sie haben Graves und Graves wäre sehr, sehr stark darin, für einen Tier-2-Trill zu gehen. Ist ja allerdings in den Jungle gepackt worden und muss deswegen natürlich erstmal seine zwei Buffs nehmen, bevor er da dran teilnehmen kann. Sein Schaden an Trills, an Strukturen im Generellen ist sehr, sehr stark und ist deswegen einer der stärksten Champions in dem Lane-Swap. Ja, und Maokai ist ebenfalls ein Champion, der mit dem Lane-Swap mithalten kann, weil er nicht so sehr auf Items angewiesen sind. Wir sind hier mal auf ein paar Pixel angewiesen. Die haben sich jetzt alle verflüchtigt. Wenn du hast ihnen Angst gemacht, wird sich gleich aber wieder bessern. Wir müssen einfach gut zureden. Zweifelsfall stellt euch vor, die wären da. Also ist es nicht so, dass ich eure Qualität... Da sind sie. Ah, der Cleanfeed, der trollt uns manchmal so ein bisschen. Ja, man muss immer über ihn reden. Das ist so wie so ein kleines Kind, das ab und zu Aufmerksamkeit sucht. Ja, habe ich auch das Gefühl, ne? Das ist heute schon die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, die ist da. Ich weiß noch nicht, warum. Ja, das hängt alles mit dem Computer zusammen, der jetzt bei AlphaGo da... Mit dem DeepMind. Ja. Wurde in der Pause im Übrigen auch drüber geredet, weil es ja auch für League of Legends geplant ist und auch für StarCraft. Ich glaube, StarCraft sogar als erstes, oder? StarCraft Brood War, ja. Ah. Also noch nicht StarCraft 2, StarCraft Brood War. Wobei ich sagen muss, eigentlich würde ich sogar StarCraft anspruchsvoller finden. Also wahrscheinlich für die KI. Ich meine, ein Problem von StarCraft ist, dass es so komplex ist, deswegen da so wenig durchsteigen. Oh, jetzt kommt Lyra hier auf die Botlane. Man hat natürlich die Prompassive, um dann zu pocken. Und da ist kein Turret, der da kommt, um zu helfen. Ah, und jetzt versucht Wrath hier nochmal mit dem Knockup zu retten, was zu retten ist. Da gibt's den Heal. Flash hinterher. Dann haben wir das First Blood. Ärgerlicherweise für Snowflower. Teleport jetzt von beiden Toplaner. Ambitious mit dazu. Man versucht zu drehen. Lyra ist hier abgeräumt worden. Kjorn JJ hat immer noch am Leben, der Schaden machen kann. Und jetzt kommt Crone. Crone zwiebelt durch, da kommt die Kette. Und auch Snowflower wird nochmal abgeräumt. Double Kill für Ambition, für den Graves. Mickey ist da viel zu spät, weil sein Teleport auf Cooldown war. Also ein sehr, sehr interessanter Fight hier, weil man hat halt erst diesen einfachen Catch auf Alistair. Man braucht viel zu lange, man wartet viel zu lange mit den Flashes. Achtet mal hier darauf, wie lange man da versucht, Summoners zu safen. Und dann auf der Minimap einfach mal achten, wo die Rotation gerade ist. Graves ist jetzt gleich schon da und hier wartet man immer noch. Jetzt Flash der Erste. Und dann war der Flash auch noch nicht so sinnig, weil Braum noch mit dem Stow da war. TP hier zu spät. In dem Moment ist Lyra schon tot, als da überhaupt der Erste reinkommt. Und dann hat Samsung hier halt einfach die, ja, die Oberhand.
schön, auch diese eingeflashte Wahrungs-Ultimate gefällt mir sehr, sehr gut. Stark gemacht. Ja. Die Kills jetzt auf Graves, damit kann man durchaus was anfangen. Während Varus nur die Assist hat, der hätte natürlich gerne ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Trainer allerdings schon fertig und zwei Schwerter mehr, während Miki über Frostfang geht. Es gibt hier verschiedene Varianten, wie man Lulu bauen kann. Spieler wie Miki oder Faker, die bauen dann gerne wirklich über dieses goldgenerierende Item dann. Später dann gegebenenfalls wirklich über Fluch des Lichts noch eine relativ offensive Variante. Während das Support-Item einen supportive Charakter hat fürs Team. Wer hätte das gedacht? Mit der aktiven Fähigkeit. Ja, und für ihn auch sehr angenehm in einer Splitpush-Situation, weil er einfach die Gegner slowt und selbst dann immer noch in der Lage ist, sich selbst schneller zu machen. Und dann kann er halt wirklich sehr viel Distanz zwischen sich und seinen Kontrahenten bringen. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden auf jeden Fall wieder Fluch des Lichts sehen. Ich lege mich da einfach fest. Das ist das Standard-Item zurzeit auf Lulu und auch das, wo Lulu super viel Schaden macht. Wobei ich jetzt auch, also eben deswegen meine ich, verschiedene Varianten gesehen habe. Je nachdem, wie du dann fahren willst. Also das eine ist, wenn du halt Lulu mit Damage machen willst. Das andere ist tatsächlich eine Variante, wo du dann relativ früh auch auf einen Rabadons gehst. Zwischendrin noch einen Ludens mit reinpackst. Hast du natürlich auch Damage über den Ludens-Proc mit drin. In dem Fall ist dir allerdings wichtiger, brauchst du auch Morellonomicon dann, dass du mehr Abklingzeit hast, mehr Fähigkeitsstärke hast, wodurch letzten Endes auch deine Defensive, nämlich die Schilde, gestärkt werden, wovon dann wiederum auch ein Kog'Maw beispielsweise profitieren würde. Aber wenn du vorhin für ein frühes Morellos gehst, gehst du für gewöhnlich eben nicht auf Frostkönigin. Genau. Das ist quasi der Hinweis darauf, dass es Lichtbane tatsächlich würde, also das Licht. Alles andere würde mich wieder überraschen. Varus konnte sich jetzt hier gerade den Blue Buff abholen und oben sehen wir, dass man hier das nicht zurückbouncen lassen kann. Die Wave ist zu groß. Oh, das muss sofort gesehen werden von Samsung. Das ist so offensichtlich, dass die jetzt hier machen, um dann die große Wave auf der Top Lane zu verstärken. Okay, nee. Maokai ist sofort hingegangen, kann das Ganze... Ja, weil Maokai eben auf der Top-Lane die Wave die Kette trifft Miki. Crone will sich damit allerdings auch mehr retten als alles andere. Schafft das auch. Davon Lulu verlangsamt worden zu werden, wäre bitter gewesen. Miki hätte nämlich so sein Flash gehabt, während Crone das nicht hatte. Also sehr, sehr wichtig, die Ultimate. Jetzt Ambition von der Flanke geht schon mal voran. Und dann geht Wrath rein, kriegt den Knockup allerdings nur auf Snowflower hin. Ambition muss aufpassen. Viel Schaden. Und Xu dann vollendet hier mit seiner Ultimate. Gerade so ein Top-Lane-Gragas darfst du halt nicht unterschätzen vom Schaden her. Hat hier noch eine Doppel-Dorans-Variante auch. Jo, also er fährt hier ein etwas eher Early-Game-basiertes Item-Bild, ist für ihn allerdings auch in Ordnung. Dass er die Ultimate so spät gemacht hat, hat mich gewundert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er sie früher macht, um den Graves ins Team zu hauen. Vielleicht war da die Kommunikation nicht so, dass er wusste, dass Graves in diesem Moment keinen Flash-Up hat. Ansonsten hätte er da wahrscheinlich deutlich früher zugeschlagen. So allerdings natürlich im Endeffekt ein Kill für ihn. Das ist sehr angenehm. Und du hast schon angesprochen, Edisa kriegt da nicht den 2-mal-Knock-Up. Und das war halt entscheidend, weil dadurch konnte man da nicht den Kill auf Kindred holen. Ja. Das Ding ist, wenn du genockt bist, kannst du keine Ulti setzen. Ja, das war hier so ein bisschen die Idee. Von daher gut für Afrika. Samsung hat halt probiert, war sehr riskant und in dem Fall wurden sie enttäuscht. Ja, musst halt immer bedenken, wenn du ein Risiko fährst. Und jetzt mit der Valkyrie, allerdings hier auch nur, um sich zu retten. Man sieht, oben wäre Lyra gewesen, Snowflower, Song Yun, alle auf dem Weg. Das ist halt auch der Vorteil, wenn du dieses Päckchen hast, dann kannst du auch offensiver spielen, weil du es ja auch defensiv einsetzen musst und nicht immer diese Aktion, dass du in den Teamfight reinfliegen musst. Zumal gerade das erste Paket du selten einen Teamfight mit erwischen wirst und auch nicht unbedingt immer roamen kannst. Das ist meistens wirklich eine 8. Minute, du nimmst das Paket, um schnell wieder auf der Lane zu sein. Und dann eventuell so ein bisschen roamen zu können. Aber ganz im Ernst, in der 11. Minute passiert in der Regel nicht zu viel. So, jetzt sehen wir übrigens eine erste Gruppierung hier aus der Sicht von Samsung, die eben mit der Varus Ulti was machen wollen. Aber Kragas ist da, schwache Ultimate. Ja, nur Wrath getroffen und keinen da wirklich reingeschleudert. Hat hier gedacht, dass sie da ein bisschen panischer sich zurückziehen, dass es nicht passiert. Keiner ist irgendwie geflasht oder so. Snowflower seinerseits flasht da weg. Und da muss ich sagen, da wäre viel mehr drin gewesen, wenn die Ultimate ein bisschen weiter Richtung Afrika gesessen hätte, wenn er mehr als nur Wrath getroffen hätte. Vor allem stand er da, hatte da einen Pinkboard in den Busch. Also er weiß, die Gegner haben keine Vision auf ihn, also er kann sich da auch noch Zeit lassen. Er kann wirklich lange überlegen, einfach ein
grober Missplay an dieser Szene. Da war viel, viel mehr drin für die Jungs von Africa. Und dadurch, dass QB in dieser Szene nicht teleportieren musste, konnte er jetzt die Top-Lane hart reinpushen. Kragas wird jetzt hochgehen, wird nicht großartig Farm verlieren. Allerdings kann jetzt Samsung woanders auf der Map Action machen. Maoka ist dann frei und kann wegteleportieren, während Kragas, wenn er teleportiert, zumindest sehr, sehr viel Farm verlieren würde. Auf alle Fälle. Was wir jetzt auch sehen, ist natürlich Sun Yun, der seinen Ginsu schon fertiggestellt hat. Im Farm da komplett gleich mit Coral JJ. Das ist eine Situation, die natürlich mit der Kog'Maw mal sehr, sehr gut leben kann. Deine Lieblingsstatistik im Übrigen, 71% Winrate für Samsung, wenn sie den ersten Drachen bekommen. Wie aussagekräftig ist das denn, lieber Johnny? Absolut Müll. Ich nehme natürlich kein Blatt vor den Mund bei sowas, aber so eine Statistik ist halt einfach relativ unaussagekräftig, weil gerade auch im Lane-Swap halt so ein Drake gerne mal früh abgegeben wird im Tausch gegen Herald und überhaupt nichts darüber aussagt, wer gerade stärker ist. Scott JJ wurde jetzt hier gecatcht, Mika geht hinterher, kann jetzt ihn wahrscheinlich mit seiner Ultimate hochkicken, wenn er denn wollen würde, jetzt flasht er, aber ja, warum denn nicht vorher, warum denn, ach Mann. Er hat die Valkyrie noch genutzt. Ja, aber genau die musst du unterbrechen, so. Ja. Das ist dein Job. Du hast einen Knock-up. Ah! Africa hier mit der nächsten Aktion, die ich finde schön initiiert ist, allerdings dann an einen individuellen Fehler scheitert, im Endeffekt Flash für Flash bekommen. Das ist in Ordnung. Ich will das jetzt hier nicht madig reden, aber da war mehr drin. Der Schützfeld meint übrigens, dass eben Vision auf Kragas da war. Da da kann der Twitch-Chat durchaus recht haben. Dann müssen wir die Szene natürlich nochmal ein bisschen anders einordnen. Dann hat Samsung einfach auch gut reagiert auf die Kragas Ultimate. Meines Erachtens war da allerdings ein Pink im Busch und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie da Vision hatten. Ja, aber ganz im Ernst, wenn man mal so überlegt, 7000 Augen sehen wahrscheinlich mehr als 4. Nichtsdestotrotz, es ist sehr ausgeglichen. Wir sind 2-2 in den Türmen. Samsung führt quasi mit einem Drachen und ansonsten im Goldtechnischen. Was ein bisschen bitter für Africa ist, dass die Kills auf Snowflower sind. Ja, ich meine, der freut sich. Ja, ich kann schneller tanky werden. Ich kann hier schneller meine Items durchziehen. Hat auch schon dann den Panzer ausgebaut. Aber wirklich viel mehr ist da jetzt auch noch nicht bei rum. Ja, er hatte den Sidestone halt sehr früh, aber ja, das ist dann irgendwie auch alles. Wenn wir es mal vergleichen mit Alistar, da ist itemmäßig keinen Unterschied zu sehen gerade im Moment. Er hat ein Level jetzt vorher. Ja, und er hat halt Relic einmal mehr ausgebaut zu Targons, aber mein Gott, das sind irgendwie 500 Gold und die hast du halt wirklich lieber auf anderen Positionen. Nichtsdestotrotz, im gesamten Gold ist immer noch natürlich super eng beisammen. Grace wiederum macht sich hier jetzt nach Varia wahrscheinlich auf... Moment, ich bin immer so halb farmblind. Ich dachte schon, Kindred würde kein Verschlinger bauen. Da ist mir kurz die Kinnlade nach unten gerutscht. Auf hier mit Abstand das beste Item. Klar. Aber das sieht aus Entfernung einfach immer so rot aus. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Farbenschwäche habe oder so. Das ist einfach auf der Distanz liegt so. Weil vom Nahen sehe ich es ja, ne? Ja, vielleicht bist du kurzsichtig. Gut, jetzt würde ich es auch schwer erkennen wahrscheinlich. Ja, jetzt hören halt die Pixel wieder auf, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Ich bin natürlich auch weiter weg dazu. Also wenn ihr, wir müssten irgendwann mal so eine Caster-Cam einführen, wo ihr einfach nur seht, was wir machen, weil ich bin dann doch eher der... Ja, ich bewege mich meistens ein bisschen mehr als du. Ja, zumindest in den Fights prügelt zu leicht um dich. Hat ein bisschen was von Donkey Kong gemacht. Dass du noch keine blauen Flecken davon getragen hast. Die ganzen Fässer dodgen und so, erinnert mich da mal stark dran. Wir sehen jetzt hier wieder den nächsten Harry, der ja an die Jungs von Africa geht, die weiter für mich das aktivere Team sind. Sie versuchen mehr und auch hier jetzt schon wieder die nächste Aktion. Kragas Ultimate kommt, dieser ist gar nicht so schlecht für die Szene. Tron muss trotzdem flashen und dann die Kindred Ultimate hier. Wichtig, Snowflower deutlich nicht gestorben, kriegt aber den Wildwuchs auch ab. Tron von hinten zieht rauf, was er kann, aber es kommt nicht zum Kill. Auch das wieder so ein bisschen typisch koreanisch, muss ich sagen. Ja, also das ist einfach... Liegt allerdings natürlich auch an den Champions hier. Man hat Lugo, Kindred, die sind beide dafür bekannt, die Totgesagten länger am Leben zu halten. Soraka wäre da ein ähnliches Beispiel. Oh, Cleanfeed, willkommen zurück. Du siehst ja besser aus denn je. Den Cleanfeed gibt es übrigens seit 2 Wochen in 1080p. Das heißt, eigentlich sollte er noch schon schicker länger sein. Echt? Ja, nur in NAEU jetzt. My bad. Johnny. So, Graves sitzt hier am Turret und er hat, wie ich schon mehrfach gesagt habe, guten Damage auf Strukturen. Und das nutzt man hier aus. Also Samsung wieder hier engaged worden. Allerdings kamen sie aus diesem Engage sehr, sehr gut raus, haben Re-Engage geschafft und können deswegen jetzt hier gerade eine Belagerung starten. Das ist natürlich eine große Stärke von einer Varus-Corki-Kombination. Oh, Flash jetzt dran an der hier, den wir bekommen. Und den räumt man jetzt ab. Ultimate vorhin schon mal genutzt. Und jetzt geht's weiter. Von innen kam Tron die ganze Cheese. Nächster Kill für QV auch hier.
Und wichtig sind, dass jetzt zwei Mann fehlen, weil auf diese Weise kann man den Turm nun belagern. Ah, klasse. Da ist ein Korkmar noch nicht schnell genug, hat hier seinen Runans auch noch nicht fertig. Hat auch gar kein WFT dafür so. Man hat Mickey mit einem, als eben meinte Trial, den schlechtesten TP der Welt gemacht. Der hier war auch nicht optimal. Er steht in Konkurrenz. Er ist halt nach unten tippiert auf den Pinkboard, den wir auf dem Minimap sehen. Den leicht rechts versetzt von der Szene, die wir gerade sehen, also vom Varus ein bisschen rechts. Tipi da. Das Problem ist, dass es ein super schöner Tipi ist für sowas wie Ken. Sowas wie von mir aus ein Nautilus. In die gegnerische Backline rein. Für eine Poppy. Geil. Aber eine Lulu? Eine Lulu musst du hinter deine Carries bringen. Tipi zum Turret wäre dadurch besser gewesen. Dann hätte man den Turret auch verteidigen können. So kommt Lulu so spät, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihren Slow auf die Minions zu machen. Man verliert deswegen hier den Turret. Und Samsung mit einer sehr, sehr schönen Rotation. Ich habe sie eben noch dafür kritisiert, dass sie nicht aktiv genug sind. Hier haben sie jetzt die Initiative übernommen. Ab dem Moment, wo man wusste, bei Afrika sind die Ultimates down. Ja, und das ist immer ganz, ganz wichtig und ganz klasse, wenn man sowas sieht, dass man hier sich die gegnerischen Ultimates anschaut und dann auch einen Kampf bekommt. Also natürlich erwarte ich das von jedem hochleveligen Spieler, dass man das macht. Aber dass man dann auch in der Lage ist, einen Kampf zu initiieren, das zeichnet natürlich die ganz, ganz guten Teams aus. Dadurch jetzt Samsung wirklich einen handfesten Vorteil. Zwei Türme mehr haben sie. 3000 Gold. So äußert sich das Ganze dann. Den Vorteil müssen sie aber auch haben, denn sie spielen halt gegen eine Kombination mit einer Lulu Kogma. Und das heißt, wenn es hier wirklich hart auf hart kommt, wird es im Late sehr, sehr schwer für Samsung. Sehe ich genauso. Auch wenn sie Triple AD spielen. Triple AD. Ja. Ja. Aber Graves, Varus, Cocky. Ja, aber Cocky. Ja, Moment. Er baut AD-Items. Ja. Seine Passive sorgt dafür, dass er den magischen Schaden macht. Aber es ist halt kein Problem für die Comp. Ich denke, dass Kogma halt wirklich nicht zu unterschätzen ist. Ich würde da mit dir konform gehen. Es wird halt auch interessant, ab dem Moment, wo Kindred den Verschlinger hat. Übrigens ist es eine der wenigen Situationen, wo das Gegnerteam hat Kogma, also hat zwei AD-Carries mit Kindred und Kogma. Und ich würde dir trotzdem empfehlen, dass du erst Magieresistenz baust. Weil Kogmas Damage Split ist 60% magischer Schaden, 40% normaler. Und Kindred wiederum mit den Verschlinger macht auch magischen Schaden. Das heißt, es wäre hier tatsächlich sinnvoll, gerade in Bezug darauf, dass da ja noch Kragas und Lulu dazu sind, sehr sinnvoll, hier Magieresistenz zu holen. Also auch auf dem Corki könnte ich mir ja durchaus einen Hex-Drinker vorstellen. Hier macht diesmal die Quecksilber-Sheppy überhaupt keinen Sinn. Wobei ich mir vorstellen kann, also beim Maokai hast du den Sonnenfeuerumhang auch einfach noch. Ich meine, er hat ja auch einen Lane-Gegner, der magischen Schaden verursacht. Damit du einfach ein bisschen schneller noch eine Wave pushen kannst, wenn es drauf ankommt. Das ist halt immer so ein bisschen das Nachteil, der Nachteil, wenn du Tanky-Items baust, eine Wave rauszupushen. Ich meine, warum sehen wir denn häufiger inzwischen? Ja, hat auch wieder ein bisschen nachgelassen, sowas wie ein Kommando-Banner oder ein Zero-Portal auf Top-Laner, auf Tanky-Top-Lanern. Einfach genau aus solchen Gründen, um Kontrolle über die Sidelines zu bekommen. Wie angesprochen, Mickey im Übrigen jetzt mit Fluch des Lichts. Wir haben es halt gesagt, diese Variante Frostfang deutet eben ganz, ganz stark auf sowas hin. Die andere Variante wäre über ein Morellonomicon eher so diesen klassischen Weg, ich habe schon gesagt, über Rabadons zu gehen. Ja, früher war das Standard-Bild auf Lude, was wir immer gesehen haben, ein Athens und danach ein Rabadons. Das war so der Standardweg. Dann wurde Athens ein bisschen teurer, Morellos wurde besser, hat man Morellos geholt. Jetzt eben im Moment dieses Itembild, was die Schadenswerte von Lula auf Werte pusht, wo sie vorher noch nie waren. Das ist eines dieser gängigen Missverständnisse, sage ich mal. Das ist ähnlich wie mit Lee Sin. Es gibt immer noch Leute, die sagen, Lee Sin ist im Early Game super stark und fällt danach stark ab. Das ist einfach nicht mehr Fakt, weil man viel mehr bessere Items auf Lee Sin jetzt bauen kann durch die Einführung von diversen neuen Items, die wir da hatten und gleichzeitig die Sins Early Game deutlich abgeschwächt wurde. Das heißt, er ist mittlerweile ein Champion, der im Mid Game ganz besonders glänzen kann und ins Late Game eigentlich auch verhältnismäßig stark ist, also nicht mehr ansatzweise so schwach, wie er früher war. Ähnliches gilt für Lulu. Früher sehr defensives Itembild, selten Schaden gemacht mittlerweile und darum widme ich mich ja auch, deswegen schreibe ich da extra noch einen Text zu, mit unglaublich hohen Schadenswerten, die halt einfach viele, viele überraschen. Und genau deswegen Lulu so stark und so contestet zurzeit. Faker schon, meistgespielter Champion mit Abstand, seine Lulu. Ja, auf alle Fälle. Also man unterschätzt den Schaden mal gerne, weil man hat sie früher wirklich ausschließlich in solchen Protect the Kogma-Kombos gesetzt. Hier tatsächlich auch eine Schadensquelle, die man auf dem Schirm haben muss und dadurch äußerst robust auch noch ist. Es ist halt dadurch, dass sie sehr, sehr viele Combos noch reinpasst, sehr nützlich als Champion.
So, jetzt wird's interessant, denn wir sehen QV mit dem Flash Engage auf Mickey Ambition zur Stelle. Aber hier kommt Africa, man sieht, wie lange die Luke überleben kann. Hinten von Crone und Wrath. Also sie kommen da nicht wirklich zum Abschluss. Vor allem Crone jetzt in der Position, dass er nicht mehr attackieren kann. Xo muss flashen und man trennt sich auch hier ohne Tode. Ja, was soll das denn für ein Engage? Also vom Marker, dieser, ja, dieser Flash, Snare und dann auch der TP von Kragas war eine Position, wo er keinem weiterhilft. Vor allem das Problem ist, in dem Fall dieser Maokai Engage auf Mickey war einfach, dass Africa trotzdem ja als erstes da gewesen ist. Wäre das jetzt umgekehrt gewesen, dann hätte ich sogar gesagt, das wäre ein guter Engage gewesen. Aber so, wenn Africa als erstes da ist und du Engage und bist halt, Hauptsache ich bin auf der Lulu drauf, naja. Vor allem, wenn sie ihre Ultimate noch hat. Ja, also ich sehe da auch nicht viele Möglichkeiten, gerade über so ein TP-Play zum Erfolg zu kommen. Zumindest nicht, wenn das Team nicht aufschließen kann. Und das kann es hier gerade nicht. Konchert hier mit der Ulti. Oh, die Valkyrie hilft natürlich hier massiv. Aber jetzt der TP von den dreien. Das könnte diesmal gut werden. Kindred geht drauf. Ist dran an Lyra. Lyra flasht sofort. Kommt man auch hinterher. Wo ist der Follow-up? Da ist der Follow-up. Kindred Ultimate raus. Aber jetzt sterben sie trotzdem gerade nachgelassen. Jetzt Mickey hat seine Ultimate schon raus. Stirbt deswegen. Das war's. Sanyun abgeräumt. Double Kill, Triple Kill. Und hier muss es noch ein Quadrafear geben. Jawohl, da ist er! Quadra Kill! Und damit ist das Ace, glaube ich, wenn ich es nicht gesehen habe. Hier da am Ende noch, um die Kills zu stealen. Doch Corki hat geflasht. Nee, es war nur Corki. Ah, super Fight hier von Samsung. Also, das haben sie ganz, ganz stark gemacht. Kindred biegt falsch ab, quasi das Navi disrespected in diesem Moment. Lulu hat den richtigen Weg genommen. Sie konnte deswegen da noch länger überleben. Er biegt da links ab in den Maokai rein, der da mit dem TP kam. Wunderschön gemacht. Man wusste, Kragas hat eben den TP nicht genutzt. Hat ihn genutzt, deswegen hatte man hier auch alle Möglichkeiten, wobei Kragas trotzdem zur Stelle war. Aber wir sehen es hier einfach nochmal. Viel zu viel Schaden in dieser Szene für Africa. Guck mal, wo Varus steht. So, er wird überhaupt nicht angegangen. Kragas ist ein Non-Faktor in diesen Fights. Jetzt ist er das erste Mal drin, macht ein bisschen Damage auf Crone. Aber bis dahin ist der Fight vorbei und da hat Crone Anteil dran gehabt mit seiner Ultimate, mit drei Qs, die er getroffen hat. Während auf der anderen Seite halt in dieser Szene der gute Kragas nichts tut. Und man muss einfach sagen, Ambition ist ein bockstarker Jungler. Du hattest das zu Beginn angesprochen. Vor allem auch mit Graves hat er einen Jungler, der carryen kann. Der macht massiven Schaden. Das sehen wir auch einfach. Jetzt in der Quarter steht 6-1 und meldet dafür natürlich Dips auf die MVP-Punkte an. Jetzt kommt die Rotation auf die Top-Lane. 6000 Gold ist man vorne. Und man hat eine Kombination mit dieser Pokémon, womit man das auch sehr, sehr gut und sauber runterspielen kann. Sehe ich genauso. Und gerade wenn du, du hast es ja gesagt, so wenn sie behindgefallen wären, wäre es knapp geworden. Aber jetzt haben sie alle Asse quasi in der Hand. Midlane sehen wir gerade ein bisschen am Turret. Auch das wieder eine schöne Rotation. Maokai also oben, Gegner unter Druck gesetzt, während man jetzt hier auf die Midlane rotiert. Klasse, oh, schön jetzt der Knock-Up! Trotzdem, sie drängen das hier erst einmal zurück. Der Turm hat noch viele, viele Leben. Ambition dann rein mit dem Schaden. Xo kommt gerade so weg. Sehr, sehr knapp. Brown Ultimate raus. Jetzt fällt der Turm. Und es reicht halt, weil sie hier schon sehr, sehr weit vorne ist, mit diesem Bogenschaden Africa wegzudrängen, den Inhibitor noch mitzunehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, sie haben ja auch den Baron Buff. Und das heißt, sie wollen dieses Baron Power Play ansetzen. Das ist ja auch geglückt. Müssen aber aufpassen, Africa gerade, weil sie noch komplett sind, zurückgegangen, Base gegangen. Viele Ultimates sind schon raus, wichtige Ultimates. Trotzdem natürlich können sie hier mit der Pokecom, mit dem Baron Buff wunderbar belagern. Man sieht, dass die Reichweite werden komplett weggesaunt. Das ist der Vorteil, wenn du mit der Com vorne bist. Ja, auf jeden Fall. Sie hatten jetzt hier entweder die Möglichkeit, für einen dritten Sachen zu gehen, aber jetzt fighten sie hier wieder. Jetzt geht's wieder drauf. Xo wird erstmal von der Kindred Ultimate gerettet. QB geht dann hinten rein in die Backline. Da muss er sein. Das Follow-up allerdings gestaltet sich hier auch schwierig von der Position her. Da kommt die Varus-Kette nochmal raus. Crone räumt hier Sanyuna ab. Ganz wichtiger Faktor. Und CoinJJ legt nach. Lyra ist down. Zumindest mit der Passive konnte man nochmal den Shutdown auf Ambition bekommen. Ja, also der Fight für mich überraschend, dass Samsung den nimmt, weil man hatte den Engage quasi auf den Tank gefunden, sowas jetzt nicht so unbedingt das, was du willst. Hier sieht man so mal sehr, sehr viel Fokus hier gerade auf Kragas. Die Kindred Ultimate dann schön gesetzt und dann hier hinterher zu kommen, ist halt super schwer für den Rest des Teams, die da ein bisschen abgesohnt werden. Und Braum macht das klasse mit seinem Schild da vorne.
blockt er sehr, sehr viel. Und dass Ambition hier noch den Kill bekommt, ist halt echt eine richtig knappe Nummer gewesen, weil er Sekundenbruchteile danach an der Kog'Maw passiv gestorben ist. So allerdings hier wieder ein guter Trade für Samsung. 2:1 ist natürlich bei den Goldvorteilen jetzt nicht unbedingt das, was du haben willst. In Anbetracht der Tatsache, dass sie da allerdings in einer Situation waren, wo sie schon lange, lange gestayt hatten, ist das vollkommen in Ordnung. Den dritten Drake, den ich gerade eben kurz ansprechen wollte, haben sie jetzt auch noch mitgenommen. Und jetzt heißt es hier, Gruppierung auf die Botlane, da Druck machen, den T2-Trick kriegst du höchstwahrscheinlich nahezu geschenkt, weil den kann man hier in dieser Phase nicht verteidigen. Und da gucken wir mal, wie es mit dem Midlane-Druck bis dahin aussieht, denn da ist ja ein Inhibitor down. Oh, das war jetzt ein bisschen simpel gemacht. Da müssen sie eigentlich weiter vorne stehen, damit Kog'Maw eben nicht in der Lage ist, dann ja, mit der Auto-Tech-Range. Das haben sie vorhin besser gemacht, aber Ambition ist noch nicht beim Team und deswegen wollen sie hier kein Risiko eingehen, engaged zu werden, denn auf ihm liegt mit am Stand das meiste Gold, das X-Ru jetzt gerade auch nicht da war. Das wussten sie halt nicht. So tief geht die Vision dann doch nicht, obwohl gerade, wir sehen die beiden Pinkbots auf der Minimap, sehr, sehr weit vorne gesetzt worden sind. So, jetzt ist Ambition da. Jetzt kann man auch rein mit der Varus im Ultimate. Alle werden hier weggesonnen, der Turm quasi im Vorbeigehen genommen und jetzt geht's weiter, allerdings hat sich Cubic alles zerrissen, dafür Mickey aus dem Leben geballert, Ambition macht weiter, der Schaden von Graves ist einfach abstrus hier, Kindred Ultimate, man versucht einfach wegzukommen, Ambition hinterher, der mobile Graves wird jetzt allerdings angegangen, Sanium kein Mana mehr, mein Gott, was und Ambition, mein Gott, ist der Tanky, Graves zieht ja alles durch, der hat da Schrotladung mit drin, kleine Bomben quasi. Red nochmal mit dem Knock-Up hier und dann mit Grown Ambition Gold JJ geht's einfach nur noch gegen den Nexus und damit ein verdienter Sieg für Samsung. Absolute Weltklasse von Ambition in diesen letzten